Yo Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Video. Diesmal nicht von Welt 4 Clown Server oder einem Server und Lubsch oder sonst irgendwas, sondern heute geht es darum, jemanden zu honorieren. Ja, ich habe vorhin aus, ich würde sagen schon fast Langeweile ein bisschen im SF-Forum rumgecruised und normalerweise gucke ich mir das ja nicht gern an, weil die Leute sich hier mehr streiten und beleidigen oder anmachen als alles andere. Und dann bin ich halt auf diesen Thread gestoßen und glücklicherweise bin ich da heute drauf gestoßen, denn vor circa einer Stunde, wir haben es jetzt 18.29 Uhr, hat die erste Spielerin der ganzen Welt von Shakes and Fidget, eine Spielerin Level 400 erreicht, denn es ist die Lichti hat nach 117.992 Abenteuern, nehmt euch das mal genau vor die Augen, 117.992 Abenteuer, Stufe 400 erreicht als erster Spieler weltweit. Gut, da lässt sich dann schon mal schließen, dass diese Frau definitiv eine Menge Ausdauer hat. Also, und das ist auch witzig, dass es echt wirklich eine Frau ist, was dann wieder so über diese ganze Mentalitätssache, weil die Männer der Shakes and Fidget Welt sind ja eher dafür bekannt, viel Kohle in das Spiel zu stecken und dann kurzzeitig aufzuhören. Und die Frauen der Schöpfung sind halt eher die Ausdauerspieler und das hat sich auch auf vielen Servern, habe ich das schon mitbekommen, dass es zwar nicht so viele Frauen gibt, aber die spielen das Spiel auch richtig. Mein Glückwunsch an die Lichti 82. Das ist mal ein Erfolg, der sich lohnt, ja. So ein Destromus gibt eine Heidenkohle aus und ich wette, Destromus hat auf einem Server schon mehr Kohle investiert als die Lichti in das ganze Spiel. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich denke schon, dass der Destromus da, im Endeffekt gar nichts erreicht hat und die Lichti soll wohl auch 350 als erstes geworden sein. Damals vor ein oder zwei Jahren, das ist schon krank. Und jetzt hat sie die 400 geschafft und sie schreibt auch hier, sie wird sich nun endlich mal Zeit überwiegend auf Goldquests zu nehmen, also sie wird jetzt endlich mal auf Gold spielen, um ihre Statuswerte anzuheben, die sowieso ohnehin bestimmt unermesslich hoch sind. Und ich denke mal, sie befindet sich jetzt in einer unfassbar ekelhaften Bremse. Kein Mensch weiß, wie diese Bremse aussieht, aber ich kann mir denken, dass sie richtig eklig ist. Ich würde doch gerne mal sehen, dass sie vielleicht mal, macht sie eh nicht, ich weiß nicht, ob sie sowas machen würde, mal ein Video darüber macht, wie ihr Account aktuell aussieht, was sie investiert hat. Also über so einen Spieler würde ich doch gerne echt mal so ein kleines Interview oder so haben, weil das sind Spiele, die mich interessieren und nicht wer das meiste Geld investiert hat. Ich denke, von ihr können sicherlich auch viele Spieler was lernen, auch wenn, wie soll man das ausdrücken? Auch wenn von ihr nicht sehr viele was wussten, denke ich mal. Ich denke, der Name Lichti82 wird nun mal Leuten aus dem Forum was gesagt haben. Mein Glückwunsch, die erste Spielerin auf Level 400. Ein kurzes Video, das war's auch schon von mir. Sir Zockelot, bis denn, Leute. Ciao!